Sonntagmorgen, 9 Uhr. Steffen Zitier ist bereits im Einsatz. Spiel den Ball zur Seite raus. Nach vorne, mit Ende. Ja, dann dreh dich um. Komm auch weiter. Die Eltern der jungen Fußballer sind wie ihr Trainer bereits früh morgens in die Turnhalle nach Karlsruhe gekommen. Aus Liebe zum Fußball verbringt Steffen seine Wochenenden auf Spielen und Turnieren mit seiner Jugendmannschaft. Macht Spaß. Ich bin halt so ein bisschen fußballverrückt. Die Familie ist fußballverrückt, mein Kind, meine Frau und von daher. Er ist schon eine Respektsperson von den Kindern. Und klar, es gibt auch Tage, wo dann mal Schmarrn gemacht wird oder Quatsch gemacht wird, wo sie dann rumblödeln mit ihm. Das kann nicht sein, dass 5 oder 6 Mann in der Kabine hinterm Rücken vom Kapitän über ihn rumziehen, Freunde. Will ihn nicht hören. Sind wir eine Mannschaft oder sind wir keine Mannschaft? Ja, wir sind eine. Dann ziehen wir jetzt an einem Strang und dann am Sonntag machen wir da den ersten Platz beim Hallenturnier, Freunde, okay? Der ist richtig dabei. Also der ist wirklich, ich kenne das als Trainer, da steckt auch privat sehr viel Arbeit drin. Er muss auch sehr viel organisieren, er muss die Trikots, die Getränke, Pläne an Eltern weitergeben und. Da steckt wirklich sehr viel Arbeit drin und er macht es sehr, sehr gut. Wenn Steffen von seinem Job bei Audi in Ingolstadt nach Hause kommt, ist für ihn noch lange nicht Feierabend. Meist bleibt nicht mal Zeit für ein Abendessen, denn zweimal die Woche trainiert der 37-Jährige eine Juniorenmannschaft des SV Manching. Wegen des Jobs beim Ingolstädter Automobilhersteller war die Familie 2000 von Brandenburg nach Bayern gezogen. Damals war Steffen selbst noch aktiver Fußballer und fing beim Verein im Ort an zu spielen. So war der Anschluss im neuen Zuhause schnell geschafft. Während der Wintermonate trainiert Steffen mit seinen Jungs einmal die Woche in der Halle, um sich wie die restlichen 12 Mannschaften des SV Manching fit zu halten. Den Rest des Jahres wird zweimal wöchentlich auf den Rasenplätzen des Vereins trainiert. 15 Jungs zwischen 10 und 11 Jahren betreut Steffen in der Jugendmannschaft des SV Manching, darunter auch 2 afghanische Flüchtlingskinder. Vor 5 Jahren nahm Steffen das Traineramt aus der Not heraus an, als sein Sohn Lukas das Fußballspielen begann. Damals fehlten beim SV Manching, wie bei so vielen Amateurvereinen, die Übungsleiter. Als die Jugendleitung auf Steffen zukam, sprang er als Trainer ein. Einen Übungsleiterschein brauchte er nicht. Würde man ihn heute nochmals fragen, würde er jederzeit wieder zusagen. Kumpelhaft ist das Verhältnis zwischen dem Coach und seinen Spielern, auch wenn Steffen ab und zu einmal durchgreifen muss. Auch abseits des Trainingsplatzes engagieren sich Steffen und seine Frau Steffi stark für den Fußballverein. 3 bis 4 Mal im Jahr organisieren die beiden Ausflüge. Die sollen den Teamzusammenhalt stärken und den Jungs Abwechslung bieten. Da die Kinder so etwas mit Freunden unternehmen, statt vor dem PC zu sitzen, sind auch die Eltern froh, dass Steffen immer wieder etwas organisiert. Es gibt leider viel zu wenige, die wo neben der Arbeit sich die Zeit nehmen, weil das ist wirklich zeitintensiv, so ein Trainerjob. Und also da sind wir echt froh, dass man, der macht es jetzt doch schon ein paar Jahre. Meiner war von Anfang an dabei und Steffen ist fast wie eine Vaterperson für ihn. Da sind wir wirklich froh. Ja gut, also der Steffen als Typ ist eigentlich immer mit Herzblut dabei und legt alles rein für die Kids und so. Und auch im Training, bei den Turnieren, bei den Spielen ist er immer voll dabei und das macht ihn eigentlich zu einem guten Trainer dann. Dann gehen wir raus und hauen die jetzt weg da draußen. Verstanden? Habt ihr mich verstanden? Ja! Habt ihr mich verstanden? Ja! Dann gehen wir jetzt raus und hauen die weg, Jungs, okay? Spaß steht für Steffen zwar an erster Stelle, dennoch steckt er sich mit seiner Mannschaft ehrgeizige Ziele. Auch dieses Mal werden er und seine Mannschaft mit einem spannenden Finale gegen die Gastgeber vom SV Karlsruhe für ihre Trainingseinheiten belohnt. Ja, die Zeit nehme ich mir. Die Zeit, die muss ich mir halt nehmen. Egal, ob es jetzt ein Samstag oder ein Sonntag ist oder am Freitag am Mittag, das ist mir dann relativ egal. Dann kaufe ich halt früher von der Arbeit ab. Das ist mein Job. Der Erfolg und die Freude der Jungs geben Steffen recht.